Mittelfeldspieler Marco Fabian steht angeblich vor einem Wechsel von Eintracht Frankfurt in die türkische Süper-Lig, das berichtet die Hessenschau. Die zwei Optionen des 29-jährigen Mexikaners demnach Beşiktaş oder Fenerbahçe. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. In Frankfurt hat Fabian keine Zukunft mehr, war vom neuen Trainer Adi Hütter vergangene Woche aus dem Kader gestrichen worden und trainiert seitdem in einer separaten Trainingsgruppe, der einige weitere ausgemusterte Profis angehören. Wegen Vertrag bis 2019, niedrige Ablöse für Fabian. Laut Hessenschau wird er in den kommenden Tagen einen Vertrag bei seinem neuen Club unterschreiben, ob bei Fener oder Beşiktaş, habe er allerdings noch nicht entschieden. Bei der Eintracht steht der mexikanische Nationalspieler, der zuletzt auch mit einer Rückkehr zu Ex-Club Chivas nach Guadalajara in Verbindung gebracht worden war, nur noch bis Sommer 2019 unter Vertrag. Die Ablöse dürfte sich für Fener oder Beşiktaş also in Grenzen halten. Fabian war Anfang 2016 für 3,7 Millionen Euro von Chivas nach Frankfurt gewechselt. Für die Hessen absolvierte er seither 49 Pflichtspiele, in denen ihm 8 Tore gelangen. Punkt. Mehr zu Marco Fabian und Eintracht Frankfurt.